Ja, Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir die Blasio Elio Cobra P1 Böller. Wir haben hier pro Packung 20 Stück enthalten. Die Böller haben 0,5 Gramm NEM. Sind wie gesagt ein P1 Artikel, so wie der Name es schon sagt. Preislich liegen wir hier bei zwischen 8 und 9 Euro. Es gibt es auch mal günstiger pro Packung. Und ja, bestellt habe ich sie bei Pyroland und bei Röder. Und ich würde mal sagen, deswegen sind es auch zwei Packungen. Einmal bei Pyroland, einmal bei Röder. Bei Pyroland hatte ich insgesamt, glaube ich, 4 Packungen bestellt. Oder 3. Und ja, testen wir mal, wie die sind. Und wir sehen uns gleich draußen zur Zündung. So, Freunde, wir kommen jetzt mal zum Cobra-Test. Wir haben hier nochmal hier die alte Variante, wo die Reibköpfe so schlecht waren. Ja, und dann haben wir hier auf der Seite noch die neue Variante, wo die Reibköpfe gut waren. Ich würde mal sagen, wir starten mit 3 von den schlechten, dann 3 von den guten. Also zuerst die schlechten. 3 Stück. Mal sehen, ob wir sie ankriegen. Röder sagt reiben. Ah, funktioniert nicht. So, dann nehmen wir mal Feuerzeug, ja, für den Reiber. Wo ist es? Hier ist es. So. War schon sehr gut. So, das war jetzt sozusagen die Fehlcharge. Und jetzt kommen die mit den guten Köpfen. Ach, die können wir wohl reiben. So, die können wir reiben. Höre ich jetzt nicht um. Tja, Freunde, also ich würde mal sagen, Unterschied sind nicht da. Also egal, ob ihr jetzt die mit den schlechten Reibkopf oder den guten Reibkopf bekommt, ist egal. Sie knallen trotzdem so laut, wie sie sollen, und von daher Kaufempfehlung von mir.